Oh, da was geht ab, Leute? T-Mobile hier. Heute mal endlich wieder mit einem Tipps- und Tricks-Video. Servus Jungs, wir zeigen euch jetzt mal, wie man am besten zum Beispiel fallen und gehen kann wie TT und Buttonless. Jetzt in dem Beispiel mit Farm Girl, also sprich Cosmo. Also falls der Gegner jetzt zwei Verdeckte hat und man möchte dann auch sein Farm Girl durchbringen zum Beispiel. In dem Fall haben wir Teleport auf der Hand, eine Karte wie der Ginky und Farm Girl müsste dann aus dem Deck kommen. Gegner hat vielleicht noch Monster. Sowas. Genau. So, da ich jetzt möchte, dass ich jetzt meine Karten durchbringe, also dass der Effekt durchkommt, aktiviere ich 3 Geki und auch 3 Geki, genau, Kämpfen mit 1, auf die 3 Geki aktiviere ich Teleport. Sprich, also Teleport, Kämpfen mit 2, die Kette wird hinten aufgelöst, sprich, da kommt erstmal ein Monster von meinem Deck. Und dann kommt 3 Gegner als Ketten mit 1. Sprich, der Gegner kann jetzt nicht in die Kette eingreifen. Er kann halt nur auf 3 Gegner halt etwas unchainen. Weil es die letzte Ketten sind. So, sprich, mein Cosmo Bauernmädchen wäre geschützt. 3 Gegner würde die 2 Monster zerstören. Und ich dürfte dann im Grunde angreifen. Effekt durch einen. Genau. Das Ganze ist einfach, dass viele Leute verwirrt sind, dass sie sich denken, ein Bottomless oder ein TT liegen, jetzt wird ja Monster beschworen, wie kann das sein, warum geht es nicht? Das ist einfach das Grundlegende, dass man mit diesen Karten generell nur auf die Beschwörung von Monstern reagieren kann. Genau. Und so wie der Tati schon gesagt hat, es muss eben das Letzte, was passiert, damit er reagieren kann, muss eine Beschwörung sein. Und weil eben von der Auflösung der Kette her das Letzte, was passiert, weil er wirklich ein Monster zerstört und das Farm wird vorher schon fahren, kann er die Karten nicht aktivieren. Der Angriff kommt durch. Genau. Wir haben noch ein anderes Beispiel jetzt auch in dem Sinne. Da gibt es noch eine zweite Situation. Gehen wir davon aus, das Game ist schon ein bisschen am Brighten. Ich habe eine Grundwelt schon liegen. So, der Gegner zieht was, hat vielleicht ein TT oder eine Bottomless gezogen. So, legt eine von den Karten set. Ich überlege mir jetzt, okay, ich ziehe zum Beispiel die Gleitflieger. Und möchte das Ganze durchbringen. Das Ganze kann ich auch mit der Cosmo Witch machen, indem ich den Effekt aktiviere, 500 Life Points bezahle. Damit kann ich ja ein Monster auf dem Feld zudecken. Also aktiviere ich den Effekt, zahle diese 500, kette ihren eigenen Effekt zum Beschwören an, entferne sie aus dem Spiel und bringe Leitflieger. Wenn dann ein Monster auf dem Feld liegt, ist der Resolve so, dass Gleitflieger beschworen wird und dann deckt die Cosmo Guthexe, obwohl sie schon aus dem Spiel entfernt wird, eine Karte zu. Also Beschwörung zugedeckt, TT kann nicht mehr kommen. Wenn eine Gleitflieger den TT wegschießen, kann ihn trotzdem angreifen. Das ist auch eine zweite Möglichkeit. Also es generell funktioniert das bei allen externen Beschwörungen, die durch irgendwas aktiviert werden, durch die nicht so rausbringen kann, indem ich was aktiviere, also Schnelleffekte. Geht prinzipiell mit ein. Genauso würde es zum Beispiel mit Call of the Haunted gehen. So kann ich Karten wie TT, Bottomless oder jetzt vor allem auch Time Space Trap Hole, kann man rauskommen, kann ich mit solchen Moves umgehen. Ja. So kann man immer den Angriff durchbringen, die Effekte durchbringen und ja. Wir hoffen, wir haben euch damit geholfen. Genau, hoffentlich war der Tipp gut für euch, hilfreich. Hey Jungs, Servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab, unsere Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet's nicht.